Hallo. Willkommen zur heutigen CSGO Top 10. Es geht um die Revolver. Die Liste war sehr einfach, denn es gibt nur 10 Revolver, also 10 Skins. Also schon mal perfekt zum Durchwurscheln. Das Ganze ist wieder sponsert bei... Skinbaron, unserem Partner, wenn es darum geht, Skins zu kaufen oder zu verkaufen. Für Echtgeld, Shazam. Schnäppchenmäßig wirklich der beste Ort, um irgendwas günstig zu kaufen. Ohne Flachs jetzt. Super Ding, vielen, vielen Dank an Skinbaron für unsere Partnerschaften. Jetzt legen wir direkt los. Platz Nummer 10. Da liegt bei mir der R8 Bone Mask Revolver. Naja, halt typisch für einen Platz 10, ja. Ist jetzt keine Schönheit, Punkt. Darum sind die Preise auch so, wie sie sind, ja. Also wenn man den unbedingt haben möchte in FN, kann man natürlich zuschlagen. Wir gehen direkt auf Platz 9. Dort liegt der Nitro Revolver. Ist schon ein Ticken schicker, aber jetzt auch nicht, so übertrieben cool. Hat halt hier so orangene Stücke, naja. Preistechnisch ähnlich. Oh, hier ist einer für 4,50 in FN. What? Ich mach mal hier ganz kurz auf Minimal Wear und FN. Boah! Oder hat der wieder so irgendein Pattern, das ich nicht kenne und auf einmal heißt es, ja gut, wenn, dann ist es 1000 Euro wert. Kein Plan. Kein Plan. Platz Nummer 8 ist der Amber Fate R8 Revolver. Der ist schon so ein bisschen schicker, immerhin über die gesamte Waffe oder eben zumindest über den metallischen Teil. Ist sogar als Purple Skin aufgeführt, ich weiß jetzt nicht genau warum. Preismäßig sind wir da echt bei happigen 7 Euro. Heidener Kartoffelbrei. Also da würde ich wirklich, ja, hier, guck mal da. Aber selbst das, ne. Was sind das für wahnsinnige Leute, die so viel verlangen? Das muss wieder irgendwas sein, was ich nicht kenne. Oder halt Wucher. Also ich habe gestern mit Tobi, wie gesagt, ein bisschen hin und her geschwätzt. Und er hat gemeint, es gibt irgendeinen Sticker, der ist bald 2000 Euro wert. Und der ist auf irgendeiner AWP Boom drauf von jemandem, den er kennt. Und die AWP Boom ist damit ultra viel wert. Ultra viel wert. Aber ich sehe hier keinen Sticker. Nee, ich sehe keinen Sticker. Nee. Oder sieht man hier jetzt irgendwie einen Kopf oder ein Pferd oder sowas. Manchmal sieht man dann irgendwie was auf der Waffe, was eigentlich nicht da ist. Auf dem Platz Nummer 7 liegt der Revolver Fate. Schon ein bisschen schicker. Aber auch nur, weil die Farben halt kräftiger sind, wie bei dem Amber Fate, ne? Ich glaube, die Katze ist eben hingefallen. Die ist irgendwie eben abgelatzt. Die ist runtergesprungen und so auf dem Greenscreen weggerutscht. Ja, ne? Naja. 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 Alter. Ich weiß, dass Amber Fate... Oh. Guck mal. Oh. Okay, hier ist es ja fast verständlich, warum der dann doch... Ist es so, dass er immer rosaner wird, je besser die Qualität? Gehen wir nun über zu Platz 6. Auf diesem Platz liegt der Crimson Web Revolver. Ich weiß, dass einige... diesen Skin im Speziellen sehr feiern. Mir passt der so mittelprächtig in die Tasche. Es kommt wirklich auf den Körper der Waffe an. Hier auf dem Revolver passt es. Da sieht es eigentlich ganz nett aus. Wobei ich jetzt niemand bin, der Revolver oft spielt. Und ich denke, die meisten von euch auch nicht. Aber trotzdem liegt das auf meinem 6. Platz. Das Skinchen hier. Da fällt mir ein, dass ich die Patreons auch öfter gerade in diese Videos einbauen wollte, weil es hier sehr einfach ist für mich. Darum, vielen, vielen Dank an GeForce, Legötz, Sir Yakuza, Gameboy 7, Nico der Profi, Sanse, Minerswin, Noah, Kut Kudak und JK Go. Ich freue mich, dass ich euch habe. Dankeschön. Und wo wir schon mal dabei sind, auch vielen, vielen Dank an meine beiden YouTube-Kanal-Mitglieder, Minerswin und Christian D. Edel, dass ihr mich unterstützt. Aber jetzt wollen wir uns den Preis anschauen. Wie sieht's aus, Crimson Web? Was hast du zu bieten? Der ist ja komplett zerrissen. Ja, wir kommen halt langsam in die Riege der etwas höherwertigeren Skins. Ja, muss man halt einfach so sagen. Hier ist nochmal einer in FN. Wobei der am Anfang auch FN war. Das heißt, der sieht genau gleich aus. Platz 5, wo bist du? Da mir Rot einfach nicht so zusagt, ist auf meinem Platz 5 der blau-silberne Revolver Grip. Hier ist auf der gesamten Waffe bis auf diesen Laser da vorne, den man, ist der nie an ist? Warum ist denn da ein Laser vorne dran? Naja, der ist nicht beskinnt, der Rest aber schon. Der Griff sieht sehr edel aus, der Rest der Waffe, ja, wenn man drauf steht, ne, komm. Und wenn man sich die Preise so anschaut, stehen scheinbar gar nicht so arg viele drauf. Ja, also 5 Cent, 5 Cent, 5 Cent, wobei die auch alle ziemlich zerrissen sind. Warte mal, wir gehen mal auf die nächste Seite. Aha, aha, okay, okay, wird das hier auch nochmal besser? Komm, wir gehen mal auf FN und Minimal Wear. Ah ja, sogar in StatTrak, Minimal Wear 43 Cent. Also wem jetzt halt gerade speziell dieser Skin gefällt, der kann da, denke ich, zuschlagen für den Preis. Aber sonst, ich würde da jetzt, glaube ich, nicht... Ja. Der R8 Revolver Survivalist steht auf meinem 4. Platz und der ist ja noch gar nicht so alt. Vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr, keine Ahnung, ein Revolver des Überlebens, ja. Gerade so Zombie-Apokalypse, da hast du sowas am Start. Den Griff so umwickelt schon, ne, weil er gesplittert ist und so weiter. Der hat irgendwie Charme. Aber hat er auch preislich Charme? Ja. Ja.
wahrscheinlich ist ein Battlesky nochmal ein bisschen passender, weil er logischerweise abgenutzt ist, ja. Aber hier auch wieder, dieser Abnutzungsding gefällt mir nicht. Dieser Lappen, der war bei dem anderen auch schon dabei. Naja, macht aber nichts, ja. Also es gibt hier sicherlich auch, guck mal da, Minimal Wear, 41 Cent mit StatTrak, ähnlich preislich eingesiedelt, angesiedelt wie der letzte auch. Ihr könnt das ja hier eh alles einstellen, ne? Also wenn ihr StatTrak haben wollt, könnt ihr das hier einfach hinzuschalten, zack. Und dann werden euch eben nur diese Sachen gefiltert angezeigt, wie man jetzt hier sehen kann. Und dann könnte ich jetzt noch bei Bedarf einfach auf günstigste stellen und den günstigsten ermitteln für 19 Cent. Jetzt sind wir wieder vor den letzten dreien. Also hier ist es sehr einfach, weil ihr wisst ja jetzt, was dran kam. Es gibt, wie gesagt, nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Skins davon, ja. Und ihr habt jetzt schon 7 gesehen. Somit kommen jetzt nur noch 3. Welche 3 kamen denn noch nicht dran? Ich weiß es nicht. Schaut euch mal die Liste an. Tick-Tack, Tick-Tack, Zeit ist um. Ihr könnt gerne wieder die Reihenfolge, die ihr jetzt wohl erahnt, aufschreiben und natürlich eure eigene Top-Liste in die Kommentare hasseln. So, Platz 3. Da habe ich den hammerharten Reboot R8. Der ist original aus dem Film Robocop. Ja, herauskatapultiert. Sogar auf dem Laser ist was drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist der erste Skin, bei dem das so ist. Guck mal da, guck mal da. Die, hä? Ist das, hä? Haben das die anderen auch gehabt? Dass da so kleine Fäden abgingen. Ein sehr schöner Revolver. Sehr neuzeitlich halt. Aber was kann er preislich? 9 Euro. Uff. Ah, 64 Cent ohne Steady. Hier sind auch viele mit StatTrak dabei. 90 Cent. Hier sind ganz wenig Angebote nur. 10 Euro in kaputt. Das ist schon wieder so ein. Das ist schon wieder sowas. Da steht dann wahrscheinlich irgendwas drauf. So wie bei dieser einen Pistole ein Totenkopf drauf ist, der eigentlich nicht zu sehen ist, aber in Battlesky ist er drauf. Warte mal, ich glaube, das habe ich sogar. Diese blaue. Irgendeine Glock ist das. Da, die Offworld. Das habt ihr mir gezeigt, hatte hier einen Totenkopf drauf. Und der ist normalerweise nicht da. Ich habe die nochmal in normal, hier in Factory New. Guck mal, kein Totenkopf. Battle Scared, Totenkopf. Und wisst ihr was? So ein Ding hauen wir heute Abend mal raus. Das ist 80 Zilliarden Euro wert. Später im Livestream, 22 Uhr geht's los. Ich schreibe mir das direkt schon mal auf. Unseren Blue Skin haben wir schon gefunden. So, fehlt nur noch ein Rosa oder Purple Skin und eben ein Sticker und ein Graffiti. Ja, Platz 3 war das. Auf Platz 2 habe ich die Llama Cannon. Guckt's euch, oh. Komplett alles. Alles bedazzelt, alles. Hatte hier auch Fäden an den Kugeln? Nee. Lama ist drauf. Beidseitig. Guck mal, die Verschnörkelung. Guck mal hier. Lama schaut dich an. Circa so. Anthrazitfarben. Obwohl ich gar nicht weiß, wie Anthrazit aussieht. Wahnsinn. Aber ist der Preis auch so wahnsinnig gut? Da ich den Skin schon schön finde, aber keine direkte Verbundenheit habe, würde ich jetzt natürlich keine 10 Euro bezahlen, um das Ding zu haben. Es ist immerhin in StatTrak, okay. Da muss man wahrscheinlich einfach Lama-Fan oder Anthrazit-Fan sein oder sonst was. Anthrax, keine Ahnung. Soweit zum Platz Nummer 2. Und jetzt kommt der erste Platz, seid ihr bereit? Da liegt der Skullcrusher. Das ist wirklich ein wahnsinnig krasses Teil. Die Flammen, guck mal da, der Kopf da hinten. Den habe ich noch nie gesehen. Also in der Hand von jemandem. Geschweige denn selbst gehabt. Knock, knock. Who's there? Verstehe ich? Es ist nicht nur ein Kopf, es ist ein ganzes Skelett. Preismäßig? Oh no. Nach etwas Recherchieren habe ich herausgefunden, dass der Preis bei wahnsinnigen 2,50 Euro bis 4 Euro liegt. Lächerlich, also ohne StatTrak wohlgemerkt. Das ist echt günstig. Ich weiß nicht, wie neu dieses Teil ist. Es steht hier nicht dabei, ne? Wartet mal, ich kann es nachschauen. Ja, der muss ich gar nicht lange nachschauen. Der ist ja ganz, ganz neu. Den gibt es erst seit der Prisma Case. Die kam im März raus. Also ist ja praktisch erst ein paar Tage bis hin zu einem Monat alt. Ja, ein paar Wöchelchen. Da wird man wohl noch etwas warten müssen, bis die Märkte überflutet sind mit dem Teil. Das könnte einen ja fast dazu verleiten, öfter mal einen Revolver zu spielen, so ein bisschen. Und da sind wir auch schon durch mit den 8 Teilen. Wie gesagt, war ziemlich peasy, weil es ja halt nur 10 Skins waren. Ich bedanke mich bei allen Unterstützern. Ihr seid echt edel. Vielen, vielen Dank, dass ihr am Start seid. Natürlich bedanke ich mich auch bei allen, die einfach die Videos anschauen, die Streams sind und so weiter. Denn auch das einfache Zuschauen, anwesend sein und so weiter, bringt uns voran, ja. Vielen Dank dafür. Natürlich auch wie immer vielen Dank für die Kommentare, Likes und so weiter. Und wir sehen uns jetzt dann heute Abend im Livestream wieder. 22 Uhr geht's los. Ciao.